Und herzlich willkommen zu einem neuen Paint with Me. Ihr seht es ist wieder Zeit für das Diamant-Nobelt. Ich bin so mega begeistert, es macht wirklich super, super Spaß. Das war jetzt hier das letzte Viertel, an dem ich heute gepaintet habe. Ich habe euch natürlich mitgenommen, ungefähr hier so ein Stück, als Zeitraffer. Das wird dann später auch noch kommen. Und hier haben wir noch eine Stelle, die wird jetzt gemacht. Ich würde sagen, wir werden einfach ein bisschen quatschen und ein bisschen painten. Ich erzähle euch so ein bisschen, wie so meine letzten Tage waren. Relativ unspektakulär, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich lebe ja nicht in einem Actionfilm und mag es eigentlich, wenn mein Leben doch recht ruhig und harmonisch verläuft. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt noch das Lightpad an, damit ich hier ein bisschen was sehe. Ich painte sehr gern mit Lightpad. Das klappt hier auch ganz gut. Falls man doch mal ein oder zwei Symbole mit Lightpad nicht erkennt, dann einfach in dem Moment das Lightpad ausmachen. Denn wir haben einen sehr filigranen Druck und manchmal, wenn der Druck dann weiß ist von den Symbolen, kann es halt einfach sein, dass da wirklich direktes Licht von oben besser ist als Licht von unten. Und dann erkennt man das wirklich top. Aber das ist wirklich bei selbstgeplotteten Leinwänden ist das normal. Das habe ich auch bei den Eigenproduktionen zum Beispiel von Diamond Painting Deutschland. Das ist ein sehr bekanntes Phänomen, aber ich muss wirklich sagen, ich habe das ganze Bild mit Lightpad gepaintet. Ich konnte alles super erkennen und ja, also ich hatte da wirklich absolut keine Probleme. So, also wir haben hier wirklich gar nicht mehr viel. Ich denke mal nicht, dass ich die ganze Zeit jetzt painten werde, denn ich werde doch schon ein bisschen mehr als ein Stündchen brauchen für das, was wir hier noch haben. Und so ewig will ich das Video jetzt auch nicht ziehen. Es kommt ja dann noch das Speedpainting und vor allen Dingen, wenn das Bild dann fertig ist, was das Ende des Videos sein wird, werde ich euch natürlich auch einen Überblick zu dem Bild zeigen, wie es dann ausschaut. Ich kann nur sagen, die Steine funkeln und glitzern super toll. Timmy meldet sich auch im Hintergrund. Der macht sich gerade über seinen Kratzbaum her. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat. Er hat auch ein bisschen gemeckert. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Ich fange hier mit der Banderole von der Geldrolle an. Das ist so ein wunderschönes Blau. Das ist nämlich hier die Farbe. Ne? 3846. Ja, wirklich so absolut mit meiner Lieblingsfarbe. Ja, wir haben Samstag. Ich habe heute sehr lange geschlafen. Ich glaube bis 10:30. Ich war schon ein bisschen eher wach, hatte aber ein bisschen Schädelweh. Deswegen hatte ich dann eine Tablette genommen, habe mich nochmal umgedreht und habe weitergeschlafen, bis mich Timmy dann wachgeknuddelt hat. Der hatte nämlich Hunger und ja klar, ne? Katzen, die machen sich dann bemerkbar. Und da er nicht laut maunzen kann, wovon ich dann wach werde, macht er das dann halt auf die typische Katzenart und Weise. Ich fange an zu schnurren und ich stupse mit meinem Kopf ganz oft gegen deinen Kopf, bis du wach wirst. Ja, also der kommt dann richtig angeschmust. Ist aber auch immer sehr schön, wenn er dann so ankommt. Ja, ist ein kleines Knuddelmonster. Und ja, dann bin ich aufgestanden. Mir ging es dann auch besser. War immer noch ein bisschen gerädert, bin ich immer noch. Also Kopf ganz auf der Höhe, leider noch nicht, aber es geht. Ich gehe wieder arbeiten, war jetzt auch die letzten Tage dann immer fleißig unterwegs und habe ja, mich wieder in die Gesellschaft integriert und war nicht nur die ganze Zeit zu Hause und das tat mir wirklich richtig gut, muss ich sagen. Gestern war ich nämlich dann mit Freunden noch Sushi essen, mit meinen zwei besten Freunden, das war sehr, sehr schön. Die zwei verstehen sich untereinander auch sehr gut und wir haben da immer sehr viel Spaß, wenn wir beieinander sind. Wir können über ernste Themen reden, aber wir können auch sehr, sehr, sehr viel lachen und das ist mir ja sehr wichtig. Ich habe hier wieder meine Legende und suche mir jetzt mein Symbol, was ich haben wollte.
Und das ist hier diese File, die 3747. Wo habe ich sie? Da. Ja, und da waren wir gestern lecker Sushi essen. Ich habe natürlich wieder ein bisschen was übrig gehabt. Das wartet jetzt dann heute Abend auf mich zum Abendbrot. Ich wollte es eigentlich schon heute Mittag essen, aber dadurch, dass ich erst so spät aufgestanden bin und weil ich mich ein bisschen geredet gefühlt habe und wirklich auch gestern Abend mich komplett satt gefuttert habe, hatte ich einfach noch nicht so wirklich Hunger. Das werde ich mir dann hier nach dem Video dann gönnen, wenn ich mit dem Bild fertig bin. Haben es jetzt, glaube ich, so 4:45. Es fängt langsam an zu dämmern. Und ja, also so 5:45, das ist bei uns dann richtig dunkel. Also ich finde es schön, dass jetzt auch die Tage länger werden. Das ist einfach so toll. Es hat jetzt auch immer öfter mal wieder die Sonne geschienen. Es war einfach nicht so nebelig und grau, wie es hier bei mir in der Region sehr oft ist. Und ja, ich habe schon so richtig Blut geleckt, was es angeht, so Richtung Frühling. Ich freue mich so mega drauf auf den Frühling. So das erste Mal Garten. Nächstes Wochenende werde ich nicht so viel painten, weil da bin ich auf jeden Fall einen Tag draußen im Garten, egal wie das Wetter ist. Auch wenn da Schnee liegt. Ja gut, wenn es regnet, vielleicht nicht. Denn wir wollen ein bisschen Zeug verbrennen. Und ein Feuerchen machen. Ja, und dann bleibt man gleich draußen in der Hütte. Die Hütte machen wir uns warm. Wir haben ja da einen Ofen. Und wenn man da immer ordentlich einheizt, dann hat man wirklich in der Hütte, wenn man das richtig macht, locker mal 35 Grad. Das ist sehr viel. Aber so eine Ofenwärme, oh, Leute, das ist sowas Herrliches. Ich hätte so gerne eine Wohnung mit einem Ofen. Oder so einen kleinen Kamin, das ist einfach, ich finde, das ist eine viel schönere Wärme als so eine Heizungsluft, so eine Heizungswärme. Und ihr wisst, ich bin ja voll die Frostbeule. Ja. Aber so ist es nun mal das Leben. Ich habe halt leider nur eine Heizung, aber lieber eine Heizung als nichts, was warm macht, ne? Vor Jahren ist mir mal zum Beispiel meine Gastherme im Keller kaputt gegangen. Und es war genau zu Weihnachten. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch eine richtige Influenza gehabt, also eine Grippe. So richtig mit Schädelweh und Gliederschmerzen. Und mir war nur, ich habe nur geschwitzt oder ich habe gefroren. Also Schüttelfrost und allem drum und dran. Ich habe halt da in meiner Wohnung gesessen und die war eiskalt. Ich hatte kein warmes Wasser. Ich konnte meine Wohnung nicht aufheizen und es war wirklich saukalt. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann aber zum Glück in der Wohnung von meinem besten Freund damals übernachten können und war dann halt da die meiste Zeit, während ich krank war, musste aber trotzdem jeden Tag in die Wohnung, weil da natürlich mein Timmy auf mich gewartet hat. Der braucht ja auch ein bisschen Gesellschaft. Und es war halt nicht so toll, dass ich da halt mit Fieber trotzdem die ganze Zeit hin und her pendeln musste. Weil mein Timmy konnte ich nicht mitnehmen. Aber ich konnte auch nicht 24 Stunden rund um die Uhr da in der Kälte hocken. Das hätte mir nicht viel gebracht. Ja, aber das war auf jeden Fall echt uncool, weil das hat, glaube ich, ziemlich lang gedauert, bis die Gastherme wieder ging. Da war ich, glaube ich, insgesamt 4 Wochen. Nicht in meiner Wohnung so richtig. Außer halt immer nur mal für 1-2 Stündchen. Aber das war damals. Damals hatten wir noch die alte Gastherme unten im Keller. Und da war halt irgendwas kaputt und da brauchten sie das Ersatzteil. Und das war ja dann noch zwischen den Jahren. Na, da kam erst noch irgendein Techniker, weil der eigentliche Herr, der sich da um die Gastherme gekümmert hat, im Urlaub war. Kann man zu Weihnachten, kann man das ja auch verstehen. Und die konnten da einfach nichts machen. Ja, und dann hat sich das gezogen und bis dann die Ersatzteile dann da waren, bis dann wieder alles ging, hat sich das halt echt ewig gezogen. Und also ich wünsche das niemandem, dass wirklich irgendwo so mal die Gastherme oder die Heizung kaputt ist. Also es gibt nichts Schlimmeres, als im Winter eine kalte Wohnung zu haben. Und vor allen Dingen auch kein warmes Wasser.
Ja. Aber jetzt läuft da alles. Glaube, ein Jahr später hat dann die Gastherme von meinen Nachbarn mitgesponnen. Und ja, dann hat wirklich mal jemand gesagt, okay, das Zeug muss ausgetauscht werden, die sind einfach zu alt. Und dann haben wir wirklich jetzt vor ein paar Jahren dann neue Gastherme bekommen. Ja, und seitdem läuft das. Seitdem habe ich zum Glück durchgängig eine warme Wohnung im Winter. Ja, wie gesagt, Wärme ist für mich einfach wichtig. Ich war am Donnerstag nach der Arbeit mit einem meiner besten Freunde noch kurz in die Stadt gelaufen. Ich musste noch was beim Arzt abholen. Und dann sind wir an der Donau zurückgelaufen, da wo ich mein Auto stehen habe. Ich war mit dem Auto nie in die Innenstadt, vor allen Dingen nicht zum Feierabend. Da kommt man nicht durch. Und es war so schönes Wetter. Es hat wirklich, also dadurch, dass die Sonne geschienen hat und es ja auch recht trocken war, ne? Also auch so von der Luftfeuchte her, ja, sind wir dann halt doch ein bisschen den längeren Weg gelaufen zurück. Schön an der Donau lang. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und es hatte schon fast ein bisschen Frühlingsflair, obwohl es wirklich ja, um die 0 Grad war, oder vielleicht sogar minus 1 Grad zu dem Zeitpunkt. Aber es hat wirklich Lust auf mehr gemacht, auf mehr Sonne, auf mehr warme Temperaturen. Ja, und es tat wirklich gut. Ich hatte dann auch Muskelkater. Ich hatte an dem Tag, glaube ich, irgendwie dann 15.000 Schritte gehabt. Das ist für mich im Normalfall Standard, weil ich wirklich viel laufe. Aber ich war ja die Tage vorher krankgeschrieben wegen der Boosterimpfung und habe wirklich viel gelegen und mich nicht viel bewegt. Und ich war da wirklich dann K.O. Ich bin nach Hause gekommen und mir war eiskalt. Und obwohl meine Heizung auf der 5 war und obwohl ich, na, wie soll ich sagen, zwei Pullover anhatte und mich dann noch in eine Decke eingekuschelt hatte, ist mir nicht warm geworden. Ich hatte ewig kalte Hände und kalte Füße und musste eigentlich noch mal los, weil ich an dem Tag eigentlich Termin im THW hatte. Und gerade zu dem Zeitpunkt, als ich los wollte, wurde dieser Termin dann Gott sei Dank abgesagt. Das haben wir jetzt verschoben auf morgen Sonntag früh mit Vespers-Frühstück. Das finde ich sehr, sehr, sehr passend. Oder ja, halt sehr praktisch. Ich liebe Weißwurst-Frühstück. Ja, etwas Herzhaftes. Und ja, als es dann hieß, okay, das fällt aus und ich muss doch nicht nochmal raus am Abend, dann habe ich mich dann wirklich in die warme Wanne gepackt und das war so eine Wohltat. Ja, also meine Wanne gebe ich wirklich nicht mehr her. So, Wanne ist einfach was mega, mega Tolles. Ich dusche auch gern. Auf jeden Fall, wenn es schnell gehen muss, ist eine Dusche natürlich das Perfekteste. Und so eine warme Dusche, gerade wenn man vielleicht so eine schöne Regenschauerdusche hat, ne? Das ist ja auch was richtig Tolles, wenn man dann so das warme Wasser sich ins Genick laufen lässt. Das mag ich auch sehr. Aber wenn es wirklich um Entspannung geht, ist für mich Wanne einfach das Idealste. Da kann ich wirklich stundenlang drin liegen, dann nehme ich mir ein Buch mit und vielleicht auch manchmal ein Bier. Und ja, dann entspanne ich mich. So einfach geht das. Ja, ich bin halt da wirklich voll der Genießer und mag es auch, wenn ich einfach unter der Woche mir mal so ein bisschen die Entspannung und Ruhe bringen kann. Ich muss nicht immer irgendwie die ganze Zeit in Action leben. Das mag ich mal. Auf jeden Fall, weil immer ein bisschen Abwechslung ist ja gut. Aber ansonsten mag ich es einfach, wenn es wirklich gerade in der Woche entspannt und ruhig zugeht. Ja, und heute habe ich mir halt auch so einen richtigen schönen faulen Tag gegönnt, nachdem ich dann halt gestern nach Arbeit war ich noch einkaufen und habe halt ein paar Sachen noch erledigt. Musste dann auch hier zu Hause noch ein bisschen was machen. Habe dann, glaube ich, noch Wäsche gewaschen und. Ja, und dann bin ich ja abends in die Stadt zum Sushi essen. Ja, und dann war ich dann auch erst um 10 wieder abends zu Hause. Und da muss ich sagen, da habe ich dann gestern abends um 10, obwohl es Freitagabend war,
nichts mehr gemacht. Ich habe mich aufs Sofa gelegt und habe ein bisschen am Handy rumgespielt. Ich habe noch ein bisschen Fernsehen geguckt und bin dann eigentlich auch rechtzeitig ins Bett gegangen. Ne? Ich bin eigentlich ein Mensch, der abends, gerade am Wochenende, sehr lange wach ist und auch noch dann viel macht. Sehr oft pente ich ja bis in die Nacht rein. So eine kleine Nachteule, ne? Wenn ich nicht gerade extremst zeitig aufstehen muss. Und ja, das ging aber gestern nicht. Ich hätte so Lust gehabt, hier noch an dem Bild weiter zu painten. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, du entspannst, du ruhst dich aus. und klebst dann ganz gemütlich am Sonntag und am Samstag weiter. Ja, dass ich heute mit dem Bild fertig werde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich wollte ich heute noch ein bisschen mehr machen, aber ja, ich war heute früh wirklich ein bisschen ausgelaugt, sodass ich gesagt habe, nee, ich mache heute nicht viel. Dann hatte ich so eine Lust zum Painten, dass ich gesagt habe, okay, ich tue ein bisschen Wäsche waschen, was noch so anfällt. Und ansonsten tue ich einfach nur Painten und mache gar nichts. Ich muss heute nicht kochen, weil ich ja noch mein Sushi habe. Und ja, so habe ich hier gesessen und weiterhin noch ein bisschen Big Bang Theory geschaut und ja, fleißig geklebt. Und es ging mir heute so super von der Hand, weil ich so richtig, richtig Lust habe heute zum Painten. Also ich bin wirklich sehr motiviert und es macht auch Spaß. Na, ja. Heute wieder eloquent. Sehr, sehr eloquent, nicht, aber nicht so schlimm. Ich wollte euch jetzt trotzdem mitnehmen auf den letzten Zügen hier bei diesem tollen Bild, weil das will ich euch einfach zeigen. Das lässt sich so super kleben. Ich kann auch hier mit dem einfachen Mehrfachaufsetzer, mit dem weißen, das ist einer von den Plastikaufsätzen, kann ich super auch ein bisschen an und wann mal mit den Mehrfachsätzen setzen. Das nutze ich auch. Ich kann jetzt nicht das ganze Bild mit Mehrfachsätzen setzen. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber manchmal, wenn ich sage, hey, da sitzen die Steine gerade so super, dass ich mir vorstellen kann, da sitzt das dann gut. Ja, dann kommt der Mehrfachsitzer wirklich zum Einsatz, so wie jetzt. Und das freut mich. Also dieses Bild hat wirklich mir eine riesengroße Freude gemacht, das zu legen. Und es ist jetzt dann auch mittlerweile, wenn ich es dann wirklich heute schaffe, das zweite etwas größere Bild, was diesen Monat fertig wird. Ne? Am Anfang hatten wir die Drachenlady, die war ja 50x50 und dann das Bild hier, das ist 45x60. Doch, das ist doch ein guter Schnitt, würde ich sagen. So, was macht man jetzt? Ich glaube, ich werde hier diese kleine blaue Weltkugel machen. Und die haben wir, das ist die 813. Suche ich mal ganz kurz raus. Und da habe ich sie auch schon. Also ich komme damit relativ gut klar, dass ich in meinem Koffer alles schön nach DMC geordnet habe. Und ich suche mir dann einfach mein Symbol raus und gehe dann da zur DMC-Nummer und krall mir das. Ich weiß nicht, ob das bei einem Bild mit 220 Farben zum Beispiel von JW, ob das dann auch so gut klappt. Weil das sind dann einfach noch mehr Symbole als jetzt, wo wir hier 90 haben. Dann kann ich mir das ein bisschen schwieriger vorstellen. Da werde ich dann schauen, ob ich das per DMC mache oder ob ich mir die Symbole irgendwie nach Farben oder nach irgendwelchen Gruppen anordne. Das werde ich einfach gucken. Ich werde auf jeden Fall ein System nehmen, wo ich das immer so ein bisschen, wo ich mich ein bisschen ausprobieren kann. Ja, gucken wir mal. Wir werden im Februar auf jeden Fall ein Kitting Up von einem Josephine Wallbild machen. Da freue ich mich jetzt auch schon tierisch drauf. Ich war ja auch hier bei dem Bild gespannt. Ich hatte noch kein Bild mit so vielen Farben. Also das waren jetzt hier 90. Und ich muss sagen, das lief wirklich gut. Ich hatte einige Stellen, da hatte ich ein bisschen Color Blocking. Und ich hatte ein paar Stellen, da hatte ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Konfetti.
Es hat mir beides Spaß gemacht. Es war für mich dadurch sehr abwechslungsreich. Und ja, es wird auf jeden Fall nicht das letzte Bild von Diamando sein, was ihr hier bei mir gesehen habt. Das kann ich euch wirklich schon mal sagen. Ich möchte den Shop weiterhin verfolgen und mal schauen. Es heißt ja, dass es irgendwann auch mal Poet Clue oder Harzsteinchen geben soll. Mindestens ist das ein Ziel von den Zweien. Und ja, das fände ich natürlich mega, mega gut. Und wenn es da irgendwelche Änderungen gibt, werde ich das euch natürlich dann auch zeigen. So. Ich habe mir auch schon das nächste Motiv ausgesucht, was ich mir dann bestellen werde. Das ist ein bekanntes Motiv, was ich schon mal geklebt habe, aber nie fertig gemacht habe. Und da war ich einfach mit der Qualität nicht zufrieden damals von dem Anbieter. Und ich konnte halt aufgrund meiner Zwangsstörung das Bild nicht weitermachen, weil ich da wirklich ein Problem hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin mit Diamando so zufrieden, ich möchte das Motiv nochmal haben und werde mir das dann einfach nochmal von Diamando machen lassen, weil ich wirklich sagen muss, ich bin sowas von mega begeistert. Ich bin hin und weg wirklich richtig verliebt. Und wenn das Bild dann fertig ist und ihr das dann im Ganzen seht, werdet ihr vielleicht auch wissen oder verstehen, warum ich so begeistert bin. Es ist wirklich sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, wie lang quatsche ich denn jetzt schon? Na, wir sind bei 21 Minuten. Ist ja auch schon eine ganze Menge. Draußen wird es auch langsam dunkler. Ich hätte das Video heute sehr gerne eigentlich bei ordentlichem Licht gemacht. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich jetzt pausiere und das erst morgen mache. Aber da ich morgen im THW bin und ich nicht weiß, was da alles ansteht und wie viel Zeit ich haben werde, habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt heute fertig, weil ich hätte wahrscheinlich auch die Hände nicht still halten können, denn es macht wirklich so einen Spaß und wenn man dann wirklich bloß nur so ein kleines Stück wie hier hat, möchte man das dann einfach fertig machen. Na, also, das wäre eine Qual jetzt gewesen, heute Abend hier zu sitzen und ja, das Bild nicht machen zu können, nur weil man auf gutes Licht wartet. Ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, machen wir das mit dem Kunstlicht. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus, wie natürlich bei Tageslicht. Aber wenn das Bild fertig ist, das Abdrehen, das mache ich dann natürlich bei Tageslicht, damit ihr einfach seht, wie toll das ausschaut. Aber das Kleben, das machen wir heute noch. Ja, damit werde ich das Video dann zwar auch wieder über 2 Tage drehen, aber das mache ich ja ziemlich häufig, ne, dass ich gerade, wenn ich längere Zeitraffer-Videos mache, dass ich da wirklich über mehrere Tage dann manchmal aufnehme. Einfach nur, dass ich, wenn ich einen Zeitraffer zeige, einfach einen Zeitraffer zeigen kann, wo ein bisschen was passiert, ne, und nicht bloß ein Eck. Und das ist auch jetzt heute bei dem Zeitraffer. Ne, da seht ihr ungefähr ein Viertel von dem Bild, wie das fertiggestellt wird. So. Das heißt, ihr werdet sehen, was ich dann heute und die letzten Tage hier ein bisschen gepaintet habe. Und dann hier noch den Rest vom Bild im Zeitraffer. Ja, ansonsten ist noch irgendwie großartig was passiert. Eigentlich nicht viel. Ich habe ein bisschen Urlaubsplanung mit meiner Familie gemacht. Die möchte mich besuchen kommen, also meine Eltern im März. Da freue ich mich schon drauf. Das wird so eine Woche werden. Da werde ich mir auch ein paar Tage frei nehmen. Nicht eine ganze Woche, aber immerhin ein paar Tage. Dann machen wir was Schönes. Ich werde mir wieder zum Geburtstag von meiner Mama was Schönes überlegen. Normalerweise unternehmen wir da immer was und gehen dann irgendwo schön essen. Mit Unternehmen ist gerade immer alles ein bisschen schwierig zu planen, aber auf jeden Fall Essen wird möglich sein, denke ich mal. Und ich suche dann immer irgendwo eine Gaststätte aus oder ein Restaurant, wo wir einfach noch nicht waren. Und organisiere dann alles für meine Mama, so dass sie zu ihrem Geburtstag einfach keine Arbeit hat, sondern wirklich ihren Geburtstag komplett genießen kann. Und ich finde, das ist auch immer eine sehr, sehr schöne Sache.
Ich würde gerne zum Beispiel mal wieder in eine Therme fahren. Mal schauen, vielleicht machen wir das, aber das wäre dann unter der Woche wahrscheinlich besser als in der Woche. Aber da informiere ich mich einfach, was man machen kann, was möglich ist. Und das werden wir dann einfach spontan sehen, wie das so laufen wird. Ja, na, ihr seht, also die Steinchen, die lassen sich toll legen. Sogar auch teilweise mit Mehrfachsätze. Und ihr wisst, ich bin einfach eigentlich nicht so der Mehrfachsätze-Freund. Aber gerade bei runden Steinchen, na, wenn das gut geht, mache ich das doch mal gern. So, ich nehme jetzt hier die Schwerter. Das ist die 342. Und setze da dann noch ein bisschen. Ich finde es auch wunderschön, wie viele Leute bei dem Gewinnspiel mitmachen. Ja, läuft ja noch ein bisschen. Noch eine Woche. Bin gespannt, wie viele dann insgesamt mitmachen werden. Ist eine große Resonanz, was mich sehr freut. Und dann gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie das wird mit den Auszählen und alles. Ich habe ja noch nie ein Gewinnspiel gemacht. Das ist für mich komplett neu. Und ja, wenn das klappt, dann haben wir wahrscheinlich bald einen weiteren Grund, nochmal ein Gewinnspiel zu machen. Aber dazu demnächst mehr. Da will ich heute mal noch nicht so viel verraten. Da warte ich einfach mal noch ein paar Tage ab. Und dann gibt es dann noch mal ein Infovideo. So. Ja. Wir haben hier übrigens wirklich eine Klebefolie, die sehr, also eine Klebkraft, die wirklich richtig sticky ist. Aber ich kenne Klebefolien, die noch viel krasser sind. Also man kann hier, wenn man ein bisschen Gefühl hinlegt und ein bisschen Kraft, kann man trotzdem die Steinchen noch verschieben. Das ist möglich, auf jeden Fall. Muss man sich bestimmt erst ein bisschen anfreunden, wenn man zum Beispiel Port Clou gewohnt ist. Aber die Klebkraft ist, finde ich, schön stark, aber nicht zu stark. Ich hatte mal eine Klebefolie, da war es wirklich so stark. Wenn man da irgendwas runterknippeln wollte, das ging gar nicht. Und hier geht es aber ganz gut. Denn ich muss zugeben, ich hatte auch einmal abends bei geistiger Umnachtung einfach die falschen Steinchen aufs falsche Symbol gesetzt. Und da musste ich dann ein bisschen was abmachen, aber das ging super. Das ging echt ganz gut. Da war das dann so, da habe ich dann die Steinchen mit der Pinzette abmachen können und einfach dann aufs richtige Symbol kleben können. Und das lief dann. Aber sowas kommt vor. Ich glaube, das passiert wirklich jedem mal. Na, weil ihr kennt es bestimmt auch, ne? Man ist manchmal so in Gedanken oder einfach, ja, teilweise ein bisschen verwirrt im Kopf, dass man sich gar nicht richtig konzentrieren kann. Man hat aber trotzdem Lust zum Kleben. Ja, und dann passieren halt manchmal einfach kleine Missgeschicke. Man verschüttet Steinchen. Man nimmt das falsche Symbol. Oder. Also mir ist da schon so viel passiert. Ich versuche das immer mit Humor zu nehmen. Ich hoffe nur, mir passiert das mal nicht, dass ich da wirklich sehr viele Steinchen falsch setze. weil das dann zu korrigieren, das kostet meistens oft Zeit und Nerven. Manchmal, wenn es nur ein paar Farben sind, stört das manchmal auch gar nicht. Dann lasse ich die Steinchen einfach kleben. Oft fällt es dann auch gar nicht auf. Ja, aber man kann sich auch ganz schön vertun, denke ich mal. So. Ja, ich werde heute dann, wie gesagt, mal dann noch mein Sushi rausholen. Freue ich mich total. Ich liebe ja auch beim Sushi-Essen Edamame. Wenn ich das, also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das sind ja gesalzene und gedünstete Sojabohnen. Noch in der Schote. Und das ist so lecker. Das ist wirklich mit meiner Lieblingsvorspeise neben den Yakitori-Spießen.
Ja, und das ist so ein bisschen auch ein bisschen Kryptonit mit für mich, ne? Also damit kann man mich wirklich hinterm Ofen hervorlocken. Und das will ich auch mal probieren, ob ich die mir selber so dünsten kann und salzen kann. Dürfte ja, glaube ich, nicht so schwer sein. Da gehe ich einfach bei uns in einen der vielen Asialäden. Da gibt es die bestimmt tiefgefroren. Und dann mache ich mir Edamame mal selber. Bin mal gespannt, ob das was wird. Ich kann ja euch dann Bescheid geben, wie es war. Wir wollen auch demnächst mal wieder Sushi selber machen. Ist sehr zeitaufwendig, ist auch gar nicht so günstig, weil man muss ja die Nori-Blätter kaufen, man braucht auch ein bisschen Equipment dazu, jetzt nicht viel, ne? Also das ist jetzt nicht mega, mega, mega teuer, das ganz und gar nicht, ne? Aber es kostet auf jeden Fall mehr, als wenn man jetzt Nudeln kocht, ne? Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich habe lange kein Sushi mehr gemacht. Früher haben wir das viel öfter gemacht. Aber aktuell, so ich glaube die letzten 2 Jahre, haben wir es gar nicht. Früher zu WG-Zeiten haben wir das sehr oft gemacht. Ihr könnt mir ja auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, hat jemand von euch schon mal in einer WG gewohnt? Ich habe eine kurze Zeit in einer WG gewohnt. Also was heißt kurze Zeit, aber halt nicht jahrelang. Es waren, glaube ich, 2 Jahre und es war eine wunderschöne Zeit. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir hatten eine schöne, riesengroße WG gehabt und konnten da eigentlich auch tun und lassen, was wir wollten. Wir hatten da immer sehr viele Freunde mit bei uns zu Besuch und wir hatten immer ein Zimmer frei, falls mal irgendeiner eine Unterkunft gesucht hat. Hatten wir oft dann mal für ein paar Wochen einen Kurzzeit-Mitbewohner noch mitgehabt, sozusagen, dass sich dann einfach mal jemand aus dem Freundeskreis mit bei uns in der Wohnung einquartiert hat. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Ich denke da sehr gerne zurück. Allerdings ist mir jetzt auch klar, aktuell oder ja, die Zeiten, WG-Leben, die sind für mich jetzt vorbei. Ich werde langsam ruhiger. Ich bin froh, wenn ich nach Hause komme und da wartet mein Timmy auf mich und ich habe meine Ruhe und ja, das ist halt dieser Trubel, den man früher hatte, ne? Bevor man vielleicht 30 wurde, dass der jetzt einfach ein bisschen vorbei ist. Aber ich denke sehr gerne zurück an die Zeiten und ja, manchmal sind es sogar fast ein bisschen wehleidige Gedanken, dass die Zeiten einfach vorbei sind. Aber wir werden halt alle älter und da ändert sich dann natürlich auch die Lebenssituation. Klar, es gibt auch Menschen, die wohnen auch natürlich nach 30 oder fast in jeder Lebenslage gibt es WGs, auf jeden Fall. Aber je älter man wird, umso weniger ist das, ne? Ja. Aber ich wüsste nicht, ob ich mich jetzt nochmal auf ein WG-Leben so einlassen könnte. Weil ganz ehrlich, manchmal habe ich einfach so Tage, gerade wenn ich painte, da will ich meine Ruhe haben. Wenn ich mir da vorstellen würde, ich würde jetzt in der WG leben, wäre das vielleicht dann doch ein bisschen zu chaotisch für mich. Na, weil gerade wenn ich jetzt hier so sitze und ein Video mache, da bin ich froh, wenn es einfach ruhig ist, wenn da einfach nichts Lautes ist. Und ich in Ruhe ein Video machen kann. Ich glaube, in einem Video, wenn hier überall Leute rumspringen würden mit in der Wohnung, das wäre mir zu hektisch. Zu hektisch und zu stressig. So, wir haben jetzt hier noch ein kleines bisschen und ich glaube, das mache ich jetzt noch mit einem Zeitraffer. Das werde ich einfach an das Zeitraffer von vorher mit anhängen. Und wenn das Bild dann fertig ist, dann sehen wir uns nochmal und dann zeige ich euch das Ergebnis. Wir machen dann auch natürlich, wenn ich euch das Ergebnis zeige, werde ich auch noch das Snackbild von vor einem Jahr rausholen, was ich damals gemacht habe. Na, weil ich hatte ja mal, das war glaube ich damals von, es war nicht FG Normal, es war Fansales, ja. Irgendwas mit F war es.
da hatte ich ja ein kleines Snackbild gemacht mit genau diesem Motiv. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, hey, das willst du auch noch mal in groß haben, personalisiert. Und ja, das wurde es ja jetzt bei Diamondo und ich bin wirklich mega happy. Und ich bin gespannt, wie da der Vergleich ist. Snackbild mit wenigen Farben zu einem doch größeren Bild mit ganzen krassen 90 Farben. Ich muss sagen, auch das Snackbild, das sah schon wirklich gut aus. Aber es war halt wirklich so, dass ich gesagt habe, das hätte ich halt gerne nochmal in richtig toll. Ja, also ich würde sagen, wir hauen das Zeitraffer an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Liedchen. Der ein oder andere hat ja schon geschrieben, er summt ja sehr gerne mit bei meinen Zeitraffer-Videos. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn das Bild fertig ist. Okay, ihr Lieben, ich habe es geschafft. Es ist fertig und seht ihr, wie das glänzt und glitzert. Mega, mega schön. Also ich bin happy und glücklich, fast ein bisschen wehmütig, dass das tolle Bild fertig ist. Und es ist wirklich echt, echt toll. Ich finde, die Lippen kommen auch sowas von schön raus, auch die Geldrolle. Ja, ich bewundere es gerade, deswegen bin ich gerade ein bisschen still. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt auch zum Vergleich für euch nochmal das Snackbild. Da haben wir es. Das ist das Snackbild, mit dem die Liebe zu dem Motiv angefangen hat. Das fand ich ja damals schon ganz toll, ne? Also für ein Snackbild kam das richtig geil raus. Und ich nehme jetzt mal das Snackbild weg. Und da könnt ihr mal den Vergleich wirken lassen, wie das ist. Ein kleines Bild zu einem großen Bild mit natürlich vielen Farben. Das Snackbild hat übrigens 27 Farben und unser großes Diamondo hat ja 90 Farben. So, also der große Vergleich, tata. Na, also Welten, wirklich Welten, auch wenn das Snackbild ja auch schon wirklich gut rauskommt. Es ist aber wirklich kein Vergleich, ne? Also wenn ihr mal ein Snackbild habt, was euch gefällt, und bei dem ihr überlegt, dass ihr dann mal das Größere euch personalisieren zu lassen,
Scheut nicht davor, ne? Es lohnt sich wirklich. Es sieht mega aus. Timmy, was ist denn los? Timmy jammert, der möchte raus. Den werde ich jetzt erstmal in den Flur lassen. So, und ist das Körderchen im Flur. Ich habe jetzt einfach die Wohnzimmertür offen gelassen. Die hatte ich nämlich zugemacht, weil im Treppenflur, also im Treppenhaus, ziemlich viel Krawall war. Das ist jetzt weg, deswegen lassen wir einfach mal die Tür offen. Und ja. Also es sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Ich bin mega glücklich. Ja, das Bild kommt jetzt, nachdem wir den Vergleich gedreht haben, raus in den Garten. Denn dieses Bild war mein allererstes Bild, was ich im Garten Work in Progress fertig gemacht habe. Und deswegen haben wir gesagt, das kommt bei uns in die Gartenhütte, weil das dem Gartenbesitzer auch sehr gut gefällt. Und haben wir gedacht, jupp. Das kommt dahin, was mich wirklich sehr freut. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch sehr gut gefallen. Wir werden das Bild natürlich auch dann demnächst mal versiegeln. Da freue ich mich auch schon wirklich drauf, denn ich will wirklich mir sicher sein, dass diesem schönen Meisterwerk nichts passiert. Und ich muss wirklich sagen, es ist für mich ein Meisterwerk. Es ist für mich absolut ein Meisterwerk, weil das sieht so schön aus. Und es hat wirklich Freude gemacht. Die sich perfekt legen. Und ich muss sagen, mir hat auch an den Stellen, ne, gerade hier unten hat man viel Konfetti und hier, das hat mir so Spaß gemacht. Ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Konfetti-Bilder. Ne, im Februar haben wir da ja was Schönes vor. Ich sag bloß Josephine Wall mit über 200 Farben. Ich bin gespannt. So. Und natürlich noch ein kurzes Close-up zu Diamondo. Top. Ich habe mir schon das nächste Motiv rausgesucht, was ich dann mal dieses Jahr noch legen möchte. Und ja, die Firma, da werden wir noch ein paar Bilder machen. Weil, finde ich wirklich toll. Ich bin glücklich und zufrieden. Ja. Und finde es auch wirklich schön, wenn es Firmen mit einem richtig super Support aus Deutschland gibt, wo einfach die Lieferzeit gar nicht so lang ist. Deswegen werden wir da weiterhin unsere Bilder ordern. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und seid ihr neu auf meinem Kanal, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo von euch. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen beim nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao und danke, dass ihr mit dabei wart.